Ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sommelier TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Peter Ladinik. Und ja, die Domänenfrau meinte, es ist wieder mal gut mit mir und hat mir zwei Flaschen zukommen lassen. Einmal den grünen Veltliner von der Riede Achleiten aus dem Jahre 2011. Ist ein Qualitätswein in der Zusatzkategorie Smaragd. Was Smaragd ist, wissen wir alle, von Vineyard Wachau. Und zum anderen haben wir einen Neuburger 2011, der ist Sommelier Edition. Und ich habe mir schon einmal was eingeschenkt, weil beide Weine Luft brauchen. Und während die Weine ein bisschen atmen können, kann ich ein bisschen was erzählen. Achleiten ist einer der bekanntesten Reden Österreichs. Wir haben schon einmal denselben Wein gehabt aus dem Jahre 2010. Und es ist schön, dass Roman Hamann an mich gedacht hat und mir was zukommen hat lassen. Vielen Dank. Und wir haben jetzt in 2011 den aktuellen Jahrgang. Für alle, die es noch nicht wissen, Riede Achleiten ist bei weißen Kirchen mit charakteristisch oder Terroir gibt es in diese Trockensteine und da ist Gneis dabei. Und das merkt man immer sehr, sehr deutlich im Wein. Und ja, wir haben jetzt da in den grünen Veltliner die typische österreichische Rebsorte schlechthin. Die meist angebauteste Rebsorten generell, nicht nur im Weißweinsektor, sondern überhaupt. Und eigentlich das Aushängeschild Österreichs. Smaragd, für alle, die es noch nicht wissen, ist die Bezeichnung für Weißweine nur aus der Wachau. Das ist vergleichbar mit den DRC-Weinen, was wir mittlerweile haben. Ist eine Art Vorgänger, kann man so sagen, nur in einer ein bisschen anderen Form. Smaragd ist da die kräftigste Stufe. Da ist wirklich Tiefgang, da ist Eleganz, da ist Reife, da ist Power dahinter, wenn man Smaragd auf einer Flasche sieht. Und ja. Ich fange heute aber trotzdem zuerst mit dem grünen Veltliner an, weil, obwohl man eigentlich mit den leichten Sachen anfängt. Aber ich habe schon ein bisschen vorverkosten dürfen. Und ich werde nachher auch schon sehen, warum. Zum einen, wenn wir uns den grünen Veltliner anschauen, allein in der Farbe, da ist einfach schon Kraft drin, da ist ein bisschen Gold drin, da sind die klassischen grünen Reflexe drinnen, was man immer wieder in den grünen Veltliner sieht. Beim Einschenken hat er noch leichtes CO2, hat er auch noch gehabt. Und ja. In der Nase wunderschöne exotische Frucht, reif. Wir haben ein bisschen den klassischen grünen Apfel, aber schon auf der eher reifen Seite. Marille haben wir in der Nase. Das Pfeffer ist ganz dezent noch. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, der Wein braucht einfach sehr, sehr viel Zeit zum Atmen. So ein Wein würde ich sogar in belüften. Einfach aus dem Grund, weil der Wein einfach ein bisschen verschlossen ist. Er hat sehr, sehr viel Alkohol, 14%. Und er ist auch noch jung. Man merkt noch diese knackige, was auch die CO2-Bildung bestätigt. Und der Wein kann man ohne weiteres in die Kante einstürzen, also sprich schnell reingeben. Und öffnet er sich definitiv leichter. Aber er hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt zum Atmen. Es wird immer besser. Spurzerqualität sind wir leider auch geworden. Aber wir haben jetzt wieder das Würzerecken wieder ein bisschen stärker aus. Die Marille kommt heraus, wir haben Holunder dabei wirklich. Eben auch diese klassischen exotischen Sachen, was man bei den grünen Veltliner sehen, die Honigmelone, da ist wirklich sehr, sehr viel Reife schon in der Nase, sehr viel Körper. Auf dem Gaumen. Dafür, dass er 2011 ist, überraschend weich. Es ist da wirklich nur die Säure sehr stark spürbar, man merkt schon, dass der noch jung ist, aber überraschend schön eingebunden. Er ist eigentlich recht weich, wir haben wieder diese Exotik da, ist schon angenehm. Ist ein langer Abgang, sehr viel Mineralität dahinter, da ist im Grunde kann man sagen, das ist wirklich Kraft, da ist wirklich Power dahinter, macht Spaß für alle Weingenießer, die gerne mal kräftige Weißweine genießen. Idealer Speisenbegleiter, passt wirklich, ist ein Allround-Talent dieser Wein. Und ja, von dem her, ja, bestätigt sich. Er braucht noch immer ein bisschen Luft, aber ist schon sehr, sehr viel besser. Auch im Gaumen wieder. Und kommt wieder immer ein bisschen besser. Wir haben am Gaumen wieder diese Apfel. Die Würze, dieses klassische Pfefferl, gibt dann zum Schluss hinten ein bisschen, wenn es dann im Abgang suchen geht. Wir haben ja einen sehr langen Abgang, wir haben einen geschmeidigen Abgang. Er ist sehr elegant, obwohl er sehr, sehr kräftig ist. Ja, eine sehr kräftige Leder sozusagen. Auf der anderen Seite lederleicht durch die Eleganz, auf der anderen Seite Kraft, wie ja, die berühmte Opernsängerin,
die was zum Schluss in den Schlussakkord singt. Und ja, der Wein ist wirklich super gelungen, 2011. Lagerpotenzial, schwierig ist gar nicht, ne? Man kann ihn bereits jetzt trinken, ist bereits jetzt trinkbar, wobei fast noch eine Spur zu schade ist. Ich würde ihn jetzt kaufen und zu den nächsten 4 Jahren mal, 5 Jahren mal lagern und dann wieder nochmal probieren. Ich bin mir sicher, dass ich den bis zu 10 Jahre schon lagern sollte, dass du wirklich noch mehr auskommt, weil du sehr, sehr viel noch versteckte Nuancen hinter, was dann zum Schluss immer deutlicher werden. Aber er macht schon sehr, sehr schöne Tendenzen. Und wie gesagt, er ist auch schon jetzt sehr gut zum Trinken, passt super zu jedem Speisen, als Alleingenießer. Von dem her wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, Grüner Glener Rieder Achleiten der Weißen Kirchen. Smaragd aus dem Jahre 2011. Trockener Qualitätswein, 14%. Ja. Sehr schön. Der macht Spaß. Und nun kommen wir zum Neuburger. Neuburger eine seltene Rebsorte, deswegen haben wir es auch zum Schluss getan. Unter anderem ist es Eiragründer. Neuburgunder ist eine typisch autochthone Rebsorte in Österreich. Eine Kreuzung aus Roten Veltliner und Silvaner. Wahrscheinlich aus dem Jahr 1860, aber das weiß keiner so genau. Es ist keine fixe Belegung oder keine fixe Dokumentation dahinter. Oder Legende noch, sollte sie aus diesem Jahrgang kommen. In der Nähe von Spitz sollte sie vielleicht geboren sein, aber es sind halt nur Vermutungen. Silvaner charakteristisch, Neuburger charakteristisch ist diese eher säurearm, frisch zu ernten. Oder halt ja, jung zu ernten, das wollte ich sagen. Frühreifend, jetzt haben wir es. Ich sage eine frühreifende Rebsorte mit eher schwacherer Säure, aber mit einem schönen nussigen Aroma, schöner nussiger Duft. Und ja, was bei diesen Neuburger noch sehr, sehr speziell ist, ist, dass dies die Sommelier-Edition ist. Und zwar ist das eine Sache, eine Kooperation, so ein Partnerschaftsprojekt zwischen der Domäne Wachau und dem österreichischen Sommelierverband. Und zwar ist da so, da kommen wir jährlich an Sommeliers eingeladen, zur Domäne Wachau ans Weingut zu kommen. Und da wird in Neuburger kubitiert. Alles Neuburger natürlich, ist reinsortig. Und Sinn ist es, dass wir Sommeliers die Arbeit der Winzer kennenlernen. Die Idee dahinter ist genial. Learning by doing. Quasi der Mensch, der aus dem Wein verkauft, lernt auch darüber, wie der Wein gemacht wird. Aktiv mit, sagen wir so. Du hast wirklich, der Sommelier steht da, verkostet und verkostet verschiedene Kivitierungsmethoden oder verschiedene Mischungen. Und es ist insofern ein brutal spannendes Projekt. Anja Marie, die Präsidentin vom Sommelierverband, hat das Ganze gemacht oder macht das Ganze mit dem Roman Harbert zusammen und vielen anderen Sommeliers. Und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Kooperation. Das ist jetzt schon, ich glaube, der dritte oder zweite Jahrgang, was jetzt auf den Markt kommt. Und man sieht es ja schon, vorne da ist das Logo vom Sommelierverband. Warum ich den Wein eigentlich auch vorstellen wollte, ist, weil ich auch die Ehre habe, in Kärntner Präsident zu sein von den Sommeliers. Die Kärntner Sommeliervereinigung als ein Teil des österreichischen Sommelierverbandes. Wieder der österreichische Sommelierverband, wieder ein Teil der ASI, also sprich des Dachverbandes, des internationalen. Und wir haben da wieder eine sehr, sehr gelungene, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit zwischen Produzent und Verkäufer, wie man sie sonst leider Gottes zu selten sieht. Sehr interessanter Nebeneffekt, genau bei diesem Projekt ist auch Respekt, das ist das, was ich auch in der letzten Sendung angesprochen habe, Respekt im Umgang mit den Produkten, Respekt vor dem Umgang mit Weinen, weil man weiß nie, was dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn man das selbst einmal macht, nachher hat man einen Hauch einer Ahnung, was sich so eigentlich das ganze Jahr abspielt, was da für Gedankengänge in den Köpfen der Winzer vorgeht. Und ja, aber jetzt hören wir mal auf zum Reden, probieren wir mal. Wir haben jetzt eher ein etwas leichteres Gelb, wir haben wieder leichte grüne Reflexe. Und wie vorher schon, kommt wieder diese nussigen Aromen. Auch etwas Grasiges dabei, ein bisschen Heu ist dabei. Sehr schön, sehr frisch, animierend.
exotische Fruchtstruktur ist auch schon erkennbar, eher ein bisschen auf der frischeren Seite. Und ja, probieren wir nochmal. Wie wir schon gehabt haben, eher säurearm für das Jahr 2011 ist, der hat 13 Volumensprozent. Und man merkt wieder wirklich diese frische Exotik drinnen. Man hat aber auch wieder diese Nussigkeit am Gaumen, den hat fast ein bisschen an Rucola. Und deswegen ist er ein sehr schöner Speisebegleiter, zu allem mit Rucola, Rucola, Terrinen oder sowas. Oder zu Salaten, Suppen, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Aber auch zu leichten Fleischgerichten, eher so in der Geflügelabteilung. Auch als Alleintrinker sehr gut. Der hat jetzt einen 13 Volumensprozent. Und ja, was auch noch erwähnenswert ist, mit diesem Sumliben, der Erlös gibt es einen Teil auch für den Verband, wo man mir als Verband oder wo der österreichische Sommelierverband wieder neue Sachen finanzieren kann, unsere Mitglieder unterstützen. Und von dem her, bei jedem Kauf von einer Flasche Neuburger von der Domäne Wachau unterstützt sie auch nicht nur die Domäne Wachau wirtschaftlich, sondern auch den Dorfverbund, deren Mitglieder, deren Tätigkeiten und somit im Prinzip die Gastronomie im Gesamten. Dadurch wieder Schulungen finanziert werden können, Trainingseinheiten finanziert werden können oder zum Beispiel der Gehört auf Master Sommelier, was im November wieder in Salzburg zu Gast sein wird und die ersten zwei Kurse des Master Sommeliers abhalten wird. Das sind alles Sachen, was dadurch mitfinanziert werden. Und es ist wirklich eine grandiose Idee, es ist ein grandioser Wein. Neuburger, eine Rebsorte, die eigentlich in die Vergessenheit geraten ist, aber meines Erachtens in der Zukunft wieder eine wichtigere Rolle spielen wird, weil sie einfach sehr vielseitig einsetzbar ist. Und ja, von dem her, meine lieben Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Domäne Wachau, Juna Wirklina, Achleiten 2011 Smaragd, Neuburger 2011 in der Sommelier-Edition. Wärmstens zu empfehlen, tolle Sachen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.